Randale auf der Feiermeile. Die Polizei muss eingreifen. So, jetzt vorbei. Feierabend. Ne? Doch bei ihren Einsätzen werden die Beamten oft selbst zur Zielscheibe. Wer hat das Glas geschmissen? Pöbeleien, Beleidigungen. Der Respekt vor der Uniform nimmt ab. Machen Sie das in der Schweiz auch, dass Sie dort den Beamten den Mittelfinger zeigen? In Rheinland-Pfalz ist jetzt die Bodycam mit auf Streife. Hören Sie mal zu, ich schalte jetzt die Kamera ein. Alles, was Sie jetzt hier sagen... Sie rufen meine Mutter an! Die Minikamera hilft zu deeskalieren und dient zur Beweissicherung. Mainz. Dienstbeginn für Gerwin Schwirsch und Stefan Mehl. Die beiden Polizeibeamten haben heute Tagschicht. Zur Ausrüstung gehört mittlerweile auch die Bodycam, eine Minikamera am Körper getragen. Der Hauptgedanke ist die Eigensicherung. Das heißt, wir tragen die Bodycam aus präventiven Zwecken. Wir haben sie immer dabei und in gefährlichen oder brenzlichen Situationen schalten wir sie auch an, um bei dem Gegenüber eine Verhaltensänderung zu bewirken. Der Stadt Mainz stehen zurzeit 11 Bodycams zur Verfügung. Fast jedes Team auf Streife ist mit der kleinen Kamera ausgestattet. 2017 hat Rheinland-Pfalz die Bodycam flächendeckend eingeführt. Ein Grund: die steigende Gewalt gegen Polizeibeamte. Die Kamera dient dem Schutz der Beamten, aber auch Fehlverhalten von Polizisten kann damit nachgewiesen werden. Der erste Einsatz am heutigen Tag, eine Körperverletzung. Bundespolizisten sind schon vor Ort. Der Beschuldigte ist für die Polizei ein bekannter Hooligan, vorbestraft wegen Körperverletzung, Scheckbetrug, Besitz von Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Polizeibeamte. Ich kann auch sehen, dass er auf ihn eingeschlagen hat. Okay, mit der Faust. Das kann ich so genau nicht sagen. Und dafür auch wo er ihn getroffen hat, auch nicht. Hat er gedreht. Oberkörper. Okay. Der Hooligan hat einen Obdachlosen geschlagen. Polizisten haben ihn dabei beobachtet. Der Beschuldigte selbst gibt an, sich nach einer Provokation nur verteidigt zu haben. Sie bekommen von mir aber hier einen Platzverweis. Für den Bahnhofsvorplatz. Okay. Die Kollegen haben Sie schon mal gesehen heute, wie Sie Streit auf dem Bahnhof hatten. Ja? Ja. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber jetzt das zweite Mal hier. Okay. Das heißt, ich kann mir ausrechnen, dass es beim nächsten Mal auch wieder irgendwo Streit gibt. Der Mann ist heute bereits zum zweiten Mal auffällig, gibt sich aber einsichtig. Die Bodycam muss nicht eingeschaltet werden. Nicht befolgen wäre in Gewahrsamnahme. Okay. An diesem Tag ist viel los in Mainz. Die Heimmannschaft hat ein wichtiges Fußballspiel gewonnen. Mit Feierlaune und steigendem Alkoholspiegel schlagen viele schnell mal über die Stränge. Kurz darauf in der Mainzer Fußgängerzone. Stefan Mehl und Gerwin Schwirsch sollen eine Anzeige wegen Beleidigung aufnehmen. Der Anzeigensteller ist der Hooligan von eben. Jedenfalls hat sie mich danach beleidigt, als ich wäre ein, wie hat sie gesagt, eine Missgeburt. Und ihr Typ hat gesagt, du Nazi, wo bist du? Der Mann ist vom Bahnhof in die Innenstadt gelaufen und wurde hier von einer Frau und einem Mann beleidigt. Es kann ja nicht sein, dass Sie alle 5 Minuten irgendwo Streit haben. Ja, das kann ich denn nicht dafür. Nee. Ich möchte gerne die Dame anzeigen, allein schon, was sie zu mir gesagt hat. Das ist eine Beleidigung für mich. Missgeburt. Allerdings ist es im Moment der Hooligan, der unentwegt die Frau und den Mann provoziert. Die Beamten müssen einschreiten. Die mit den roten Monster leben, die... Hey, bleiben Sie bei mir. Sie benehmen sich jetzt mal mit den Aussagen, ja? Ja, natürlich. Das langt jetzt. Okay. Ja? So, Sie kommen wieder mit mir zurück. Natürlich. Bleiben hier vorne stehen. Der Mann fühlt sich von den Polizisten ungerecht behandelt. Ich habe drüben gehört, was gesagt wurde. Und ich habe auch vorne mitgekriegt, was am Bahnhof war. Und offensichtlich funktioniert es heute nicht so gut mit Ihnen in der Stadt. Oder nicht? Ich will aber nicht hier beleidigen. Ich habe kein Wort von Beleidigung gesagt. Sondern gehen Sie mal einen Schritt zurück und dann reden wir weiter. Respekt vor dem Polizisten Stefan Mehl scheint der Hooligan nicht zu haben. Die haben quasi sogar eingeräumt, was gesagt wurde. Ja? Von daher ist alles in Ordnung. Mit mir redest jetzt. Ey, wenn wir uns duzen, das kriegen Sie mit. Deswegen Sie. Nein, haben Sie nicht.
Also. Ich bin beleidigt worden als Ja, und deswegen sind wir hier, um die Anzeige aufzunehmen. Ja, genau. Gehen Sie einen Schritt zurück. Aber kommen Sie nicht näher jetzt. Anpassen kostet 50 Euro. Nein, kostet nicht, sondern Sie bleiben von mir weg. Haben Sie das verstanden? Ja, bin ich ja. Okay, Sie werden ab sofort gefilmt, ja? Natürlich, weiß Alles klar. Ja. Stefan Mehl schaltet die Kamera ein. Er ist dazu verpflichtet, den Bürger noch einmal ausdrücklich auf die Videoaufzeichnung hinzuweisen. Grundsätzlich war es dann so, dass die Person relativ aggressiv wurde, speziell in meine Richtung. Und ich dann beschlossen habe, die Bodycam anzuschalten aus Eigensicherungsgründen, weil er mir auch sehr nahe gekommen ist und ich das auch unterbinden wollte. Beziehungsweise hatte ich mir auch erhofft, dass durch die Bodycam er sich ein bisschen reguliert und dadurch auch eindeutig die Situation ein bisschen deeskalieren zu lassen. Ja. Und das scheint zu funktionieren. Aber Sie sind mir näher gekommen, das habe ich unterbunden, mehr nicht. Okay, also, dann können wir uns jetzt normal wieder unterhalten. Habe ich mir die ganze Zeit. Alles klar. Die Beamten in Mainz konnten nach einer einjährigen Testphase ein positives Fazit zur Bodycam ziehen. Sie scheint gerade gegen die Zunahme der allgemeinen Respektlosigkeit zu helfen. Man hat schon häufiger mal die Situation, dass Personen ihre Grenzen auch austesten. Also, dass sie auch merken, okay, vielleicht kann ich jetzt mal mit dem Polizisten ein bisschen anders umspringen, als man das eigentlich machen würde. Und in so Situationen ist halt wichtig, dass man direkt das Ganze unterbindet und auch direkt einschreitet und sagt, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter. München, Schichtbeginn. Peter Weinmeier und Sarah Kriegner haben einen ganz normalen Streifendienst vor sich. Die Grundausstattung wirkt auf den ersten Blick martialisch. Schutzweste, Waffe, Pfefferspray, Handschellen und Maschinenpistole. Die MP einfach deswegen, weil natürlich unser polizeiliches Gegenüber halt auch oft mit massiver Bewaffnung auftritt, teilweise mit Kriegsbewaffnung. Wir haben in München erst diesen Amoklauf auch gehabt, letztes Jahr im Sommer. Einfach um hier eine Waffe zu haben, mit der man auch dagegen halten kann und die mehr Feuerkraft hat wie eine normale Pistole. Bei dem Amoklauf im Juli 2016 wurden in München 9 Menschen erschossen. Extreme Situationen für die Beamten. Per Funkspruch werden Peter Weinmeier und Sarah Kriegner zu ihrem ersten Einsatz gerufen. 4 Männer sollen am Bahnhof auf 2 Reisende eingeprügelt haben. Nun sind die Täter auf der Flucht. Als Peter Weinmeier und Sarah Kriegner in einer Querstraße hinter dem Bahnhof ankommen, ist die Lage unübersichtlich. Einige Männer werden von den Kollegen festgehalten. Man hat halt die Erfahrung natürlich, dass das vor Ort immer hektisch ist, dass das immer laut ist. Das heißt, wir kommen dahin und wir wissen eigentlich nicht so genau, wer ist Täter, wer ist Opfer. Natürlich geht das Adrenalin ein bisschen nach oben, aber ich denke, das ist auch eine ganz normale Reaktion, die ja sogar gut ist, um alle Sinne geschärft zu haben, um auf einen möglichen Angriff gegen die eigene Person auch ordentlich reagieren zu können. 4 Männer sind im Bahnhofsviertel auf der Flucht. 2 wurden gefasst. Das Viertel ist ein multikultureller Brennpunkt. Die Durchsuchung der Männer aus Eritrea sorgt für Unmut. Schaulustige schalten sich ein, rufen in Richtung Polizei. Peter Weinmeier versucht, die Versammlung aufzulösen. Es gibt immer wieder diese Fälle, diese Geschichten, dass es zwischen 2 schlägernden, zunächst rivalisierenden Parteien zum sogenannten Solidarisierungseffekt kommt und dass dann irgendwann gemeinsam gegen die Polizei vorgegangen wird. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht die Regel, passiert aber immer wieder. Diesmal läuft alles glimpflich ab. Alle 4 Verdächtigen werden gefasst und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. In München kam es im Jahr 2016 zu 1.376 Delikten gegen Polizeibeamte. Das sind fast 4 pro Tag. Darunter Körperverletzungen, Beleidigungen, Widerstände. Nach einer Testphase hat sich auch Bayern für die Einführung der Bodycam im nächsten Jahr entschieden. Die Kamera dient vor allem dem Eigenschutz, erhöht die Hemmschwelle, Beamte zu beleidigen oder gar anzugreifen. Datenschützer sehen den Einsatz der Kamera durchaus kritisch. Die rechtliche Grundlage für die Aufzeichnung und Verwertung des Videomaterials ist in den Polizeigesetzen der Länder geregelt. Zurück in Mainz. Nachtschicht für Gerwin Schwiersch und Stefan Mehl. Sie werden zu einem Park gerufen. Anwohner haben einen Schuss gehört und die Polizei verständigt. Die Polizisten durchsuchen den gesamten Park, treffen auf eine Gruppe Jugendliche. Einer von ihnen hat den Schuss abgegeben. In seinem Rucksack finden die Beamten zahlreiche, teils genehmigungspflichtige Waffen.
eine Steinschleuder mit Glasmunition und auch eine Schreckschusspistole. Der Verdächtige ist 13 Jahre alt. Der Besitz einer Schreckschusspistole ist erst ab 18 Jahren gestattet. Das Abfeuern im öffentlichen Raum ganz untersagt. Der Junge wird zu seinen Eltern gebracht. Die Waffen werden beschlagnahmt. Gerwin Schwirsch und Stefan Mehl haben selbst Kinder. Amokläufe, Terror und Bedrohungen. Dass ihr Job von Jahr zu Jahr gefährlicher wird, macht die Beamten nachdenklich. Im Rahmen der gesamten politischen Situation und Terror, da muss einem schon klar sein, dass man in Situationen kommt, aus denen man selber vielleicht psychisch oder auch körperlich dann nicht mehr so heil rauskommt. Kurz darauf sind die Beamten wieder in der Mainzer Innenstadt unterwegs. Als die Polizisten an zwei Männern vorbeifahren, zeigt einer von ihnen den Mittelfinger. Beamtenbeleidigung. Wir machen eine Personenkontrolle. Weil er uns den Mittelfinger gezeigt hat. Wie ist Ihr Vorname? Deswegen kontrollieren wir Sie. Scheiße. Naja, das macht man nicht. Das gehört sich nicht, oder? Genau. Auf Land gehört sich was. Naja, ich meine, wenn man ein bisschen Erziehung genossen hat, dürften auch Sie wissen, dass sich das nicht gehört. Für die Beamten ist damit eine rote Linie überschritten. Können Sie mir erklären, warum Sie das gemacht haben? Die Brüder kommen aus der Schweiz, sind zum Feiern in Mainz. Und machen Sie das in der Schweiz auch, dass Sie dort den Beamten den Mittelfinger zeigen? Und wie reagieren die dann? Finden die das gut? Mir persönlich ist es auch ein Anliegen, dass man sich so uns gegenüber nicht verhält. Und wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu sehen, der das macht und dann im Nachgang auch noch zu kontrollieren, ist es für mich auch ein persönliches Anliegen, ihm zu zeigen, dass ich das nicht für richtig empfinde und dass ich mir das auch nicht gefallen lasse. Ja, und es geht auch darum, dass die anderen Gäste, die aufs Taxi warten, dann schon sehen, die Polizei fährt nicht vorbei und macht nichts und wir können uns benehmen, wie wir möchten. Der Mann mit dem Hut ist einsichtig, sein stark alkoholisierter Bruder nicht. Halten Sie mal bitte ein bisschen Abstand, ja? Hori. Wo ist denn jetzt Ihr Problem? Ich unterhalte mich doch mit Ihrem Kollegen, oder nicht? Für Sie eine klare Ansage. Sie bekommen einen Platzverweis für die Holzhofstraße und den Bereich Südbahnhof. Ja? Scheißegal. Genau, bis morgen früh um 6. Die Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten nimmt seit Jahren zu. Deutschlandweit stiegen die Zahlen von 2016 auf 2017 um 11,5%. Das Bundeskriminalamt zählte im vergangenen Jahr über 70.000 Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte. Das sind 196 am Tag. Auch Stefan Mehl hat im Streifendienst schon entsprechende Erfahrungen gemacht. An dieser Stelle hat der 35-Jährige einen Jugendlichen gefesselt, der extrem aggressiv war. Aus dem Gespräch heraus dreht er sich zu mir und spuckt mir ins Gesicht. Was einen starken Ekel hervorruft. Ja? Also das Anspucken ins Gesicht auch noch, das ist so, was viele Kollegen auch beschreiben, so mit das, was am meisten provoziert und was auch am meisten einen selbst aufwühlt. Eine Situation, die auch erfahrene Beamte an ihre Grenzen bringt. Ich habe den in dem Moment natürlich auch angeschrien und dadurch konnte ich auch viel an Wut und Emotionen abbauen. Und ich glaube, das war so die menschliche Seite, die dann in dem Moment rauskommt. Und dann ist es auch egal, was alle drumherum denken oder sehen, sondern das ist das, was man vielleicht, wo dann auch der Mensch in dem Moment rauskommt und man nicht mehr kontrollieren kann, okay, man ist nicht immer nur der Polizist, der quasi nur auf Knopfdruck funktioniert und egal, was einem zustößt, man immer die richtige und emotionsfreie Entscheidung trifft. Rheinland-Pfalz ist erst das zweite Bundesland nach Hessen, das die Kameras flächendeckend einsetzt. Bei Dienstschluss wird das aufgezeichnete Videomaterial an den direkten Vorgesetzten übergeben. Nur er kann mit einer speziellen Software die Videos kopieren, speichern oder endgültig löschen. Ich habe auch die Kamera eingeschaltet aufgrund der Anrufe, dass sie aggressiv sind. Die Bodycam zeichnet sowohl Bild als auch Ton auf. Ich werde sie durchsuchen nach Ausweispapieren, wenn sie mir einen Ausweis geben. Nein, ich habe keinen Ausweis dabei. Hallo, bist du schwerhörig, du Bullensau? Was soll denn das? Okay. Die Aufnahmen dienen der Polizei zur beweiskräftigen Dokumentation von Straftaten. Auch in dem Fall, in dem ein Polizist einen Fehler macht. Aber auch wenn der Beamte sich jetzt nicht richtig verhält oder gar strafbare Handlungen zum Nachteil des Bürgers begeht, auch dann werden die Videos gespeichert. Ich als Dienstvorgesetzter unterstehe auch dem Legalitätsprinzip, wie jeder Polizeibeamte. Also wenn ich feststellen würde, dass ein Beamter jetzt da ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hätte, müsste ich dann auch gegen den Beamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleiten. Die Bodycam-Aufnahmen helfen also nicht nur der Polizei. Wenn der Bürger jetzt der Meinung ist, dass er durch den Polizisten beleidigt oder zu Unrecht geschlagen wurde,
Wird natürlich ein Strafverfahren eingeleitet gegen den Polizisten. Über seinen Rechtsanwalt kann er dann Beweisanträge stellen. Und der Rechtsanwalt kann dann natürlich auch beantragen, dass dieses Video gesichtet wird, dadurch, dass die Videos für 30 Tage gespeichert werden. Nach 30 Tagen muss das Material gelöscht werden. Es sei denn, es wird als Beweismittel in einem Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft übergeben. Eine vorherige Löschung des Materials durch die Streifenbeamten oder den Bürger am Gerät selbst ist nicht möglich. Es kann nur am PC gelöscht werden, nach Eingabe des Passworts, was der Beamte nicht kennt, sondern nur ich als Dienstvorgesetzter. Und demnach kann auch nur ich die Löschung veranlassen. Mit dem Einsatz der Bodycam konnte die Gewalt gegen Polizeibeamte in Mainz um fast 50% gesenkt werden. Dennoch gibt es immer wieder Strafanzeigen, die die verbalen Angriffe auf die Beamten dokumentieren. Da der Beschuldigte sich durchgehend höchst aggressiv verhält, androht, die Beamten anzugreifen, wenn er wieder freigelassen werden würde, einen eingesetzten Beamten bespuckt und alle anwesenden Beamten beleidigt, unter anderem mit Hurensohn, ich ficke eure Mütter auf euren Gräbern, Nutte, wird er dem Gewahrsam der Polizeiinspektion 1 zugeführt. Ist 16 Jahre alt und wird dann später durch seine Eltern auf der Dienststelle abgeholt. Alltag für die Beamten, die lediglich eine Prügelei schlichten wollten. Also Beleidigung, da gibt es eigentlich nichts, was wir so nicht hören. Ja, hier in einem zweiten Fall, vor 4 Tagen passiert, durch die Beschuldigte wurde ein Beamter in den Arm gebissen, eine Kollegin in das Gesicht und eine weitere Kollegin gegen den Brustkorb geschlagen. Im Rahmen der Einsatzbewältigung mussten mindestens 2 weitere Beteiligte zu Boden gebracht und fixiert werden. Respektlosigkeit und Beleidigungen haben zugenommen. Warum? Gerwin Schwirsch hat da so eine Vermutung. Zum einen mit Sicherheit auch einiges in der Erziehung zu suchen sein, dass da die Eltern überfordert sind in der heutigen Zeit. Und auch die Justiz hat so viel zu tun, dass viele Fälle gar nicht mehr bis zum Ende richtig bearbeitet werden können. Und Sachen bei Gericht, die uns dann persönlich oder mich persönlich auch stören, wenn man die Aussagen hört, man solle sich Teflon zulegen und müsste sich Beleidigungen gefallen lassen als Polizeibeamte, dann stellt sich da die Frage, ob da überhaupt bei jedem Richter so angekommen ist, wie es tatsächlich aktuell die Situation sich darstellt. München. Auf der Feiermeile in der Altstadt geht es regelmäßig hoch her. Peter Weinmeier und Sarah Kriegner haben heute Nachtdienst. Die Beamten kommen an einem Nachtclub an. Ein Besucher soll den Türsteher angespuckt haben. Schreist ihr jetzt mich so an? Ja, wir anspucken, Gerwin. Anspucken erfüllt den Straftatbestand der Beleidigung. Hat der Spuckende eine Infektion, ist es sogar eine Körperverletzung. Peter Weinmeier versucht zu klären, was vorgefallen ist. Dann hat Stress gegeben, oder? Hey, hör mir mal zu. Dann hat Stress gegeben und dann haben sie einmal gespuckt, oder? Er macht Stress mit dir. Oder will mir einen Schlag geben. Er wollte sie schlagen. Ja, das ist das Erste, was ich höre. Die Türsteher des Nachtclubs haben die Männer nicht hineingelassen. Der angebliche Grund, die falschen Schuhe. Daraufhin kam es zur Rangelei. Und wie war das jetzt mit dem Spucken? Keine Ahnung, ich hab. Aber Sie haben doch gerade zu mir gesagt, Sie haben so gemacht. Geh weg, ich hab dir gar nicht gemacht. In Bayern soll die Bodycam ab nächstem Jahr gezielt an kritischen Orten eingesetzt werden. Etwa in angesagten Ausgehvierteln. Bei Einsätzen wie diesen schlägt den Polizisten oft Unmut entgegen. Beleidigungen aus der Anonymität einer Gruppe heraus sind keine Seltenheit. Auf der einen Seite ignoriere ich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir gar nichts dagegen machen, dann kriegen wir immer mehr Respektverlust und dann laufen uns irgendwann, ich übertreibe jetzt ganz bewusst, dann laufen uns irgendwann die kleinen Kinder nach und beschimpfen uns. Das geht natürlich auch nicht. Der Beschuldigte soll einen Alkoholtest machen. Doch der Mann scheint absichtlich nicht auf die Anweisungen der Beamten zu hören. Mehrere Versuche scheitern. Weiter, komm. Es hat wieder aufgehört. Passt immer noch nicht. Dann platzt Peter Weinmeier der Kragen. Also einmal machen wir es noch, ja? Und dann werde ich echt sauer, weil dann nehme ich die mit und dann bloß bei uns auf die Dienststelle. Nein, ja, dann schau halt. Hör mal zu, die Kollegin hat es jetzt dreimal vernünftig erklärt. Ganz langsam blasen und nicht am Anfang wie ein Stier und zum Schluss wie ein Frosch, weil das bringt nichts. Der Mann bleibt uneinsichtig, möchte wieder zurück zum Nachtclub. Überleg dir, ob du zu Hause schlafen willst oder in der Zelle. Peter Weinmeier stellt im Einsatz wiederholt fest, dass die Aggressoren immer jünger werden. Er sieht auch die Eltern in der Verantwortung. Also es geht in der Erziehung natürlich los, wenn ein Kind von Anfang an so erzogen wird, dass das Kind weiß, im Grunde ist die Polizei freundlich und ist für den Bürger da, um zu helfen. Dann gibt es für ein Kind und später auch für den Erwachsenen natürlich keinen Grund, dass man Polizisten grundlos irgendwie respektlos gegenübertritt.
Im Mai 2017 ist ein neues Gesetz zum Schutz der Polizisten in Kraft getreten. Wer Einsatzkräfte bei Streifenfahrten oder Unfallaufnahmen tätlich angreift, wird mit Freiheitsentzug von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Inwieweit das Gesetz mit allen Konsequenzen zur Anwendung kommt, entscheiden letztlich die Richter. Dann gibt es halt keine Entschuldigung oder keine Ermahnung mehr, sondern wenn er dann respektlos gegenüber der Polizei war, in welcher Form auch immer, dann sollte er auch eine Strafe verdienen oder eine Strafe bekommen, die der ganzen Sache angemessen ist. Als in München schon der Morgen graut, werden die Beamten zu einem weiteren Einsatz gerufen. Auf der Feiermeile der Altstadt sind viele alkoholisierte Disco-Besucher unterwegs. Ein 20-Jähriger hat einen Türsteher mit einem Glas beworfen, wehrt sich gegen seine Festnahme. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die Freunde des Beschuldigten diskutieren mit den Polizeibeamten. Die Polizisten müssen auch jetzt mit allem rechnen. Ich hab mich damit weg. Hey! Ein Flaschenwurf. Wer hat das Glas geschmissen? Hey, ich hab Ruhe. Von da hinten irgendwo, da rein. Okay. Direkt neben meinem Fuß, da hat einer was geschmissen gerade noch. Bist du erwischt? Hat sie erwischt? Die Flasche flog aus der Menge der Disco-Besucher Richtung Polizisten. Eigensicherung ist in diesem Getümmel für die Beamten schwierig. Sie bringen den Beschuldigten weg. Seine Freunde versuchen, das zu verhindern. Bei uns, oder? Die Herren, ab. Könnt gerne oder bei uns Schlafverhalten machen, wenn es pressiert. Und ihr verpisst euch jetzt ganz schnell. Abmarsch, in die Richtung. Die Freunde können nur mit Mühe von ihrem Kumpel ferngehalten werden. Junger Mann, Sie dahinter. Nein, jetzt sofort. Nicht sorry, sondern jetzt sofort. Umdrehen, ab die Bohne. Inzwischen arten selbst normale Polizeikontrollen regelmäßig aus. Wir hatten unlängst eine gebrochene Nase auf der Dienststelle. 2 Kollegen im Streifenteam haben einen kontrolliert. Eine ganz normale Routinekontrolle, ohne dass irgendwas vorgefallen wäre, ohne dass es irgendeine strafbare Handlung gegeben hätte. Das heißt, wenn dieser Mann die Kontrolle hätte über sich ergehen lassen, dann hätte er danach ganz normal seines Weges gehen können. Die Kollegen wurden angegriffen, massiv angegriffen. Und es geht so weit, dass der Kollege dann einen Nasenbeinbruch erleidet. Wir nehmen Sie jetzt mit. Sie wehren sich nicht. Weil wenn Sie sich wehren, muss ich diesen Widerstand brechen. Und das ist äußerst unangenehm für Sie. Der 20-Jährige wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Ohne die Absicherung der Kollegen wäre die Festnahme kaum möglich. Da rein. Fast jeden Tag wird in München ein Beamter im Dienst verletzt. Auch Peter Weinmeier ist heute nur knapp einem Flaschenwurf entgangen. Wenn ein Stück länger fliegt, dann trifft mich die irgendwo im Oberkörperbereich, vielleicht so schlimmstenfalls am Kopf. In der ersten Situation ist man irgendwie froh, dass nichts oder nicht mehr passiert ist. Danach kommt man immer ein bisschen zum Nachdenken, weil man halt sagt, ja, heute war's Glück, aber was ist morgen oder was ist in der nächsten Nacht? Das kann nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen. Die Altstadt in Mainz. Stefan Mehl und Gerwin Schwiersch kontrollieren in ihrer Nachtschicht eine Gruppe junger Männer. Mal alle stehen bleiben. Ich mache jetzt Personenkontrolle mit allen. Hey. Bleib jetzt da. Sie sind jetzt ein bisschen ruhiger, sonst legen wir Ihnen Handschellen an. Haben Sie das verstanden? Alle hier rüber jetzt. Auf, hier rüber an die Wand. Auf. Ich muss nicht alles dreimal zählen. Ihr versteht mich ganz gut. Auf. Rüber bitte. Die Männer sind zwischen 18 und 23 Jahre alt und denken gar nicht daran, sich von den Polizisten kontrollieren zu lassen. Sie provozieren, wo sie nur können. Stellen Sie sich jetzt mal hier rüber, dann gehen Sie da rüber jetzt. Muss ich jetzt noch mal laut werden, oder? Gehen Sie an die Wand. Das ist doch Provokation, oder nicht? Wenn ich 5-fach sage, Sie sollen da drüben stehen bleiben und Sie stellen sich hier hin. Dann beleidigt einer der Jugendlichen Stefan Mehl wegen seiner Körpergröße. Kommen Sie hier rüber, auf. Also, wenn Sie sich jetzt nicht benehmen, mache ich hier einen anderen Ton, ja? Alles klar, ja? Sie haben mich direkt wieder so gepackt. Ja, warum? Ich muss mich nicht von Ihnen hier irgendwie aber beleidigen lassen, ja? So, als wäre ich ein ich Hund. Muss mich, ich entscheide, wie ich das hier mache. Nein, lass Sie müssen sich hier nicht beleidigen, haben okay, Sie das verstanden? Klar, dann sehe ich das ja? ein, aber Sie haben mich auch gepackt wie ein Hund. Ja, weil Sie mich beleidigt haben. Aber davor haben Sie mich schon gepackt wie ein Hund. Nein, da habe ich gesagt, Sie sollen an die Wand gehen, Sie haben es 5-mal nicht gemacht. Doch. 20 Minuten dauert die Diskussion. Dann trifft Verstärkung ein.
Die jungen Männer sind stark alkoholisiert, bereits Polizei bekannt. Die Polizisten versuchen es, solange es geht, mit Deeskalation. So, jetzt vorbei, Feierabend, ne? Abstellen, umdrehen, Sie fahren mit, Feierabend. So, ich bin 18. Genau. Nehmen Sie jetzt in Gewahrsam, Duldung, weitere Straftaten. Was für Straftaten? Ich habe keine Straftaten gemacht. Genau, es ist Beleidigung, damit die Finger zeigen. Gerwin Schwirsch hat jetzt endgültig genug. Man muss dann schauen, dass einem die Situation vor Ort nicht entgleitet und die Person, die sich da hervortut, dann der auch Grenzen zeigt, sodass die anderen auch wissen, so, jetzt ist ein Punkt hier erreicht, den wir uns so nicht mehr gefallen lassen. Ich will nach Hause, was machen Sie denn da? Sie schlafen heute Nacht in der Zelle. Wieso säufst du da? Sie machen erstmal einen Alkoholtest mit mir. Ey, Abdi, ruf mal meine Mutter an! Deine Mutter? Ja, ruf die mal an, das könnt ihr nicht machen, Mann! Ich hab nichts gemacht! Sie sind im der soll einen Alkoholtest machen! Ey, was machen Sie da? Sie packen mir am Hals! Ja, weil ich Sie anschnalle. Ey! Wie anschnallen? Anschnallen. Ey, ich muss nach Hause, Mann. Das können Sie doch nicht machen, Mann. Kurz darauf werden die Mainzer Beamten zu einem Mann gerufen. Die Kollegen haben ihn bereits auf der Flucht gestellt. Weil der Mann so aggressiv ist, kommt die Bodycam sofort zum Einsatz. So, hören Sie mal zu. Ich halte jetzt die Kamera ein. Alles, was Sie jetzt hier sagen, ist hier drauf. Ja, Sie bleiben hier. So, Sie bleiben hier sitzen. Sie bleiben hier sitzen und beruhigen sich jetzt. Der Mann ist aus einer Bar geflogen. Daraufhin hat er eine Flasche zerschlagen und den Türsteher am Hals attackiert. Sie sind Beschuldigte wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Abgehen! Genau. Als Beschuldigter müssen Sie... Abgehen! Hören Sie mir doch mal zu. Als Beschuldigter müssen Sie keine Angaben machen. Sie können den Rechtsanwalt zu Rat ziehen. Der Mann ist sich keiner Schuld bewusst und hat kein Verständnis für die Handschellen. Nee, es bleibt dran. Es bleibt erst mal dran. Why? Ja, weil Sie mit der Flasche hier rumrennen, andere Leute bedrohen. Sie damit? Resist. You know, resist. Wer ist ein Rassist? Ich. Gehen Sie wieder zurück und dann können Sie wieder da stehen bleiben. Don't touch me. Das heißt, so wie Sie sich hier verhalten. Ja? I call you, don't touch me. Why you touch me? Weil Sie nicht das machen, was wir Ihnen sagen. You resist, aber nichts resist. Hat nichts mit dem Rassist zu tun. Es ist definitiv so, dass die Bodycam da ein nützliches Einsatzmittel ist. Wir haben da die Möglichkeit, dass der Bürger selbst merkt, er wird jetzt gefilmt bei dem, was er macht. Das heißt, das Ganze, die Gefahr, dass das später nochmal irgendwo ihm vorgehalten wird, ist groß. Und deswegen hat er die Chance, dadurch sich ein bisschen zu regulieren. Wir mussten jetzt leider häufig auch feststellen, dass es keine Beeinflussung hatte auf das Gegenüber, dass quasi die Aggression oder auch die Stimmung so aufgeheizt war, dass er sich durch das Einschalten der Bodycam nicht hat beeinflussen lassen. Denn ist das polizeiliche Gegenüber stark alkoholisiert oder steht unter Drogeneinfluss, wirkt die Minikamera meist nicht mehr deeskalierend, dient aber zumindest zur Beweissicherung. Sie bleiben heute Nacht bei uns im Gewahrsam. Don't touch me. Genau, dann steigen Sie selber ein. Don't touch me. Nein, da habe ich gar keine Lust zu. Entschuldiger, Sie bleiben jetzt hier. Genau, Ruhe. Die Beamten bringen den Mann ins Polizeirevier. In der Zelle ist er immer noch aufgebracht und aggressiv. Später am Abend wird er in die Psychiatrie gebracht. Bleib sitzen. Hast du mich verstanden? So. So, wir schalten die Kameras wieder ein jetzt. Genau, so. Genau. Im ersten Halbjahr 2016 haben die Beamten des Mainzer Altstadtreviers die Bodycam 94 Mal eingesetzt. 24 Aufnahmen wurden als Beweismittel an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Nur in 5 Fällen kam es trotz Bodycam zu verbalen Angriffen auf die Polizisten. Aufgrund dieser Erfahrungen wird der Ausbau der Videobeobachtung in Deutschland wohl weitergehen.